Welterklärungsmodellversuche sind jederzeit an ihrem eigenen Anspruch gescheitert und haben niemals etwas zur Lösung der bitteren Rätsel der Existenz und der Liebe beizutragen vermocht. Sie kehrten alles Unlösbare, Undenkbare unter den Teppich des Erkennens und widmeten sich nur jenen positivierten Phänomenen, die augenscheinlich bereits jedem schon vor Augen lagen und nur durch ein bisschen geschickte Befragung wussten sie ein wenig Antwort zu erhalten auf das Wie des Funktionierens dieser Phänomene in seinen Aktionsmodi. Aber keinesfalls und niemals konnten sie irgendetwas dazu beitragen, wenn es darum ging, zu beantworten, was das eigentlich war, das da war. Und um was es sich da handelte und drehte.